Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und ihr habt lange drauf gewartet und viele haben drauf hingefiebert und wir kommen zu Arc Wingman Staffel 4 und heute mit dabei in meinem Team, im Team No Mercy, sind Gabel. Hallo Gabel. Hallo. Und der Fabi. Hallo Fabi. Servus. Und ja, wir starten jetzt. Wer Wingman noch nicht kennt, hier muss man Implantate sammeln. Jedes Implantat gibt einen Punkt. Komplette Team gibt 5 Punkte. Und das heißt nicht sterben. Es gibt Anunnaki-Mod. Das heißt, ja, eklig krasse Dinos, die ich auch alle noch nicht so kenne. Also Dinos auf jeden Fall mit bestimmten, ja, wie sagt man, mit bestimmten Fähigkeiten. Sowas wie Poison oder Feuer oder, ja, was brauchen wir? Was haben wir gesagt? Was leveln wir? Fortitude, wa? Fortitude, genau. Okay. Scheiße, ich muss auch mal gucken, wo ich gespawnt bin. Ich brauche ganz dringend den Speer. Ab welchem Level kann man den machen? 5, glaube ich. Okay, dann brauche ich noch nicht suchen. Doch, bin ich ja 7. Hey, what? Das heißt, bei dem Projekt sind die auf jeden Fall die Implantate sehr wichtig. Beim letzten Mal habe ich mit Martin dran teilgenommen. Und jetzt mit Gabel und Fabi. Ihr habt letztes Mal gewonnen, oder? Genau. Jo. Ihr Verrückten. Oh, nice. Mal schauen, ob ich da hinkomme. Ich habe da direkt einen lila Beacon bei mir. Hier ist ein Baby-Oviraptor. So. Genau, zuerst treffen oder lieber um selber um einen Poison. Ach Quatsch. Oh, Alter, ich bin oben gespawnt. Muss über die ganze Insel. Wir sollten echt schauen, wo wir gespawnt sind, dann können wir auch schauen, wie wir jetzt was angehen. Oh nee, genau dort diesen Raptor bei dem. Haben wir gekillt. Gut, nice. Okay, sehr schön, wen? Boah. New Gaming, Alter. Das hat genommen. Hinter mir ist einer. Fuck, mein Speer. Wo bist du? Oh, am Fluss. Der war ich ein Feuer-Dodo da oben? Der hat schon. Nee, da ist noch keiner. Der hat schon so einen. Ja, wenn Speer. Der. Toppt der gerade irgendwo drauf und macht 16 Damage. Nee. Alter, genau. Da ist noch keiner. Mann, das für die ist Zuschauer, warum nur Fortitude? Weil man hier krasse, eklige, den crafte ich mir auch gerade, Sperre bekommt. Poison-Sperre. Und wenn man die nicht macht, das Fortitude, dann schläft man instant ein. Bei mir macht er noch 4 Damage, Gabel. Weil dann sehe ich dich nicht. Okay, ich habe einen Feuerspino vor mir, nicht schlecht. Oh. Ich habe mich Gott sei Dank vergessen können. 585er Pipte ist hier bei mir. Alter, meine Voll. Ah, der Feuerspino ist bei mir auch, Chris. Ja? Ja. Und, wo? Und oh nee, ein anderer Spino kommt gerade in meinem Nähe. Der hat ein grünes Fächer. Nee, meiner hat ein rotes. Ja, ja, aber daneben ist noch einer, ein grünes Fächer. Diese Damage-Meldung hier, 24 Damage. Nee. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen zurückziehen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Sperre von den Grünen. Gott, ich bin schon wieder Verfolgungswahn. So, jetzt heißt es, ich muss erstmal auch ein Vieh töten. Ein Dilo, kann ich mich hier an Dilo vergreifen? Ah, dann mache ich Damage-Zahlen, das ist halt kacke, wa? Dann musst du. Ah, ich weiß. Nee, der Feuerspiel hat mich angegriffen. Hey, der ist weg. Der ist so weit zu mir gekommen. Überlebst du es oder bist du tot? Ja, ich bin schon tot. Wo ist der hin? Man weiß ja, wo du warst. Ich hab ein Implantat. Haha, nice. Am Strand gefunden. Nice. Ein Punkt haben wir schon mal. 2 sogar. Gabel? Fuck. Ah, nee, Gabel sein nee, ist ja jetzt weg. Verreckt. Ja, warte mal, das holen wir. Ich seh den Spino. Ja, an dem Felsen, da lag auch ein betäubter Oviraptor Level 300 irgendwas, der geht gut Level, wenn du den killst. Der ist fast tot, der Oviraptor. Muss halt echt gucken, ey. Schon wieder Verfolgungswahn hier. Ist aber normal. Ja, da ist Damage-Zahl, aber das ist der Spino. Jetzt gucken, wo bist du gestorben? Am Strand direkt. Wow. Alter, jetzt habe ich schon echt gedacht, der sieht mich. Spieler oder der Spino? Ne, der Spino, der steht halt da. Da ist kein Vieh, was irgendwie den ab weglockt. Wie lange bleibt das? 15 Minuten, oder? Ja.
echt aufpassen. Leute, ich weiß, ich pümmel hier gerade ein bisschen rum, aber ich muss komplett über die Map. Riskiere ich das jetzt? Oder hole ich mir das Implantat, was da von Gabel liegt? Aber da ist der Spino im Weg. Ja, das hier ist nicht. Ich sehe dein Dings auch nicht. Der steht da einfach wie angewachsen, wie angewurzelt. Ja, komm, ich gehe. Bist du jetzt besser gespawnt? Ich bin ziemlich nah am Redwood, ja. Movement hätte man sich vielleicht auch mal erst geben sollen, dann kann man vor allem wegrennen. Ja, wir sind gestern noch rumgeflogen, da war der Server testweise an und haben uns schon mal einen coolen Bauspot gesucht. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Bauspot. Fabi auch, Gabel kennt ihn noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ey, wie komme ich denn hier am besten, am schnellsten über die komplette Insel? Ich habe jetzt hier auch einen 440er Hüpfdeck gefunden. Greift mich der Feuerdodo an? Du meinst sein, wie heißt denn die auch schnell? Prime Alpha oder Alpha. Ja, Prime Alpha. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Da sind wir uns eigentlich immer unsicher bei denen. Okay. Manche greifen einfach so an, manche aber nicht. Okay. Nicht wundern. Mammut ist zum Beispiel, glaube ich, das greift an. Okay. Nicht wundern in meinen Aufnahmen, ich habe Ground Clutter komplett ausgemacht. Aus dem einfachen Grund, dass ich den Gegner ja besser sehe dann. Hier ist ein Paracea. Welches Level hast denn du? Oh, 135. Obwohl, wenn ich mit dem... Doch, mit dem Speck ist es easy betäubt, das geht schon. Nicht runterrennen. Okay, ja, hey, backt fest. Jetzt mache ich zwar Zahlen, der Gegner sieht, wo ich bin. Ich brauche, glaube ich, mal noch ein paar normale Speere. Ja, normal ist nicht mal gut. Brauch halt Heilen. Und den normalen dann zum Killen. Normale machen halt mehr Damage, das ist das Gute. Ah. Ja, die Poison sind halt wichtig, dass... Ich hab schon wieder Verfolgungswahn, Leute. Das Problem ist halt, ich mache jetzt hier total die Damage-Zahlen. Bin ich da irgendwie hoch? Kann ich nämlich gucken. Kack, kommt man nicht. Jetzt häng ich auch noch in ihm fest, geil. Und die Damage-Zahlen sieht man halt auf richtig weiter Entfernung. Okay, ja, Gabriel, ich bin jetzt circa beim Treffpunkt, ja. Ja, ich komme auch gleich dahin. Ich habe jetzt gerade Dino gekillt. Ja, ich bin einfach mal quer über die Waldkante. Das war eh gerade ziemlich fahrig. Gibt noch schnell einen grünen Drop. Weil genau bei mir so ein Feuerraptor war. Oh, so. Da ist schon zwei Gläser, ich bin direkt. Ja, ich bin gespannt. Ich finde es wieder ganz cool. Sowohl bei mir als auch bei den ganzen anderen YouTubern mal reinzugucken, was die so machen. Mal gucken, ich werde nochmal in die Gruppe hauen, ob wir alle unsere Links unter die Videos hauen. So, muss aber ein bisschen mal was loswerden. Hier 200 Steine braucht kein Mensch. Samen können auch weg, die wiegen zwar nichts, aber trotzdem. Okay, ich hab Heid. Bolas, ey, ganz wichtig, habe ich da gar nicht gemacht. Oh ja. Ja, passt recht. Gleich bin ich bestimmt tot, weil mich einer bolat. Ist immer so. Naja, am Anfang denken die eher weniger ans Bolan, die rennen direkt mit dem Häusenspeer her. Ah ja. Mit der Javelin. Gut, dass ich gar nicht so auf aus Distanz bolat, weil ich hab. Ich hab jetzt eine Lucky Poison Arrows schon und eine Armbrust. Sehr gut. Das heißt, wir könnten auch vielleicht schon Frostpöpte oder irgendwie halt Wetterspöpte tamen. Mit Glück. So, Bolas, da machen wir uns dann noch einen Speer von. Jetzt kann ich mich zwar erstmal nicht bewegen, aber egal. Muss halt mal gucken, ich brauche eigentlich noch ein Baby, damit ich mir einen Adler hier quatschen, Poison, einen Petri machen kann. Also ein Petri, kein Poison-Petri, sondern ein Petri. Ihr seid jetzt einmal komplett über die Map. Ich bin einmal komplett über die ganze Insel jetzt. Na, meine ich ja. Insel, nicht Map. Ich mich gerade zurückerinnere an Staffel, ich weiß nicht, wann habe ich mit Martin mitgemacht? Staffel 2, glaube ich. Da hatte ich auch am Anfang gleich am Strand ein Dings gefunden. Implantat. Echt hier vorsehen. Wie viele Leute machen mit? Also 150 Slots hat der Server.
Okay. Krass, da muss man auf jeden Fall jemanden begegnen hier, denke ich. Ein Team gibt 5 Punkte, das ist schön. So, jetzt machen wir uns noch ein bisschen leichter und dann sprinten wir mal los. Also Fabi, du bist da quasi in der Mitte davon, ne? Ja, ich bin ziemlich in der Mitte. Was ist denn hier noch so schwer, das scheiß Metall? Ich gebe mir einfach noch einen, obwohl... Nö, passt. Was auch ziemlich gut ist am Anfang, ist Crafting Speed ein bisschen hoch machen. So, jetzt renne ich mal einfach über die Map und versuche euch zu finden. Jo. Kommt zum Strand, zum, vom Meer aus. Also. Oh, ich habe hier die Möglichkeit... Ach scheiße, ich habe kein Prime. Das sind lauter Petris halt. Aber Mist. Kein Baby, kein Petri. Da, oh ja, da ist ein Petri, aber ich hab Petri sehe ich, aber Baby halt nicht. Mit normalem Flash geht das auch, war, aber es dauert halt mega ja, lange. Ja, dauert halt mega lange, ja. Gaming-Effizienz geht halt runter. Ich muss echt darüber, kacke. Fabi, siehst du den weißen Drop? Jo. Ich bin jetzt links vom weißen Drop. Ja gut, dann komm mal in Richtung Brücke ran. Was ist ein Lila? Ja, sofort. Lila einfach nur eine scheiß Farbe, das ist auch ein Effekt. Pink sogar. Ich hab hier einen pinken Affen, Alter. Ach so, ein Affen. Das sind so, sind kleinen, oder? Ja. Die sind quasi wie Loot Crates da. Die auch nochmal vor dir. Kann man die bullern? Nee, ich glaube. Kann ich die einschläfern? Viel Spaß, schön, ne? Die einzuschläfern, Chris. Boah, der rennt doch übel schnell weg. Ich lasse einfach. Ja, krass. Krass für Leben und so. Die sind auch überschnell. Ah, ich hab's in Ruhe gelassen. Krass, aber einen pinken Affen habe ich noch nie gesehen. Ist halt auch wieder ein bisschen neu für mich alles. Klar, ich schon mit Martin eine Session gespielt und ein paar Grundkenntnisse, aber doch nicht alles. Aber ich habe ja hier ein gutes Team. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, ich bin fast drüben. Fabi, läufst du in Richtung weißer Drop noch? Warte, ich kill da gerade an. Hast du Damage-Meldung 18? 18? Ja, oder? Nee, 18. Wow, wow, ja, wow. Giga, Alter. Okay, ja, wir sind jetzt ziemlich ein bisschen weiter links noch. Nee, warte mal. Ja, wir sind schon ziemlich am Treffpunkt. Genau, lauf einfach mal, wenn du zum Redwood schaust, nach rechts. Ja, Strand entlang. Muss erstmal runterkommen. Ich glaube, hier treffen sich halt mehrere, kann das sein? Oh, mein rote Zahl ist Gegner, oder? Ja. Ja. Hä? Das ist im Boden drin. Ah, warte mal, das ist da unten. Dann lass ihn jetzt gehen, Fabi. Jo. Geh ich da jetzt hin? Ja, du hast schon mehr Movement Speed schon wieder als ich, Alter. Ja, dann warte ich auf dich. Ich hab mehr. Wie viel Fortitude hast du jetzt schon? 250 oder so. Nee, 100. Hey. 200. Na gut, du bist mein Level über mir. Ich musste mich am Anfang ziemlich recken. Warte mal, ich muss Stamina recken. Hier ist jetzt ein Loot Drop runtergekommen. Hol ich mir den? Was für einer? Ein weißer. Warte mal, bist du. Bin. Unten links oder unten rechts? Unten rechts. Okay, warte mal. Ja, ziemlich Totenkopfinsel näher, ne? Ich renn da jetzt hin. Scheiß drauf, du bist nur Fun. Aber wenn man Pick gesehen, jedes Mal schauen, ob der Level hat. Gut ist. Du hast ja schon Prime. Ja, klar, ich habe auch nur 8, ne, 7 Prime. Dann ja, kriegen wir keinen getimt. Ja, stimmt doch. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir unbedingt noch ein Baby finden. Alter, der Typ, ich bohle sein Pypte, ne? Sein Pypte greift mich vorher schon an, er merkt es einfach nicht, ne? Er geht weit auf die Viecher los am Boden, ich weiß nicht mal, auf was der da drauf kann hat. Ihr lauft jetzt am Strand lang, oder was? Ja, jo. Mit dir entgegen, in Richtung Totenkopf. Ja, wir sind jetzt Totenkopf. Bin direkt gleich beim Totenkopf. Warte. So, Gabel, ich habe jetzt gut Prime mit. Du bist direkt am Strand, oder Chris? Nee, ich komme jetzt runter, da ist der Schildkröte im Wasser. Ah, jetzt bin ich am Strand, hier ist noch eine Tüte. Nein, die ist gerade despawned. Scheiße, Alter, da war Gabel, bestimmt ein Artefakt drin. Geil, da war ein betäubtes Trike-Baby. Ja, kill das. Ja, ich hab zurück, schon gekillt, ich hab richtig nice. Gut Prime Meat jetzt. Nice, du bist ja noch keine Level 35, dann gibst du mir einfach gleich. Kann ich eigentlich ein Dings machen? Ja, ich bin schon Level 35, ich bin jetzt Level 39. Achso, ja, den Duel. Ja, wenn ich einen finde. Kann ich mir einen Sleeping Bag machen? Soll ich doch einen Lootbeutel? Oben los, Implantat fehlt schon, schade. Hab ich auch gerade eine Beutel wieder an einem Strand gesehen, aber immer so despawned, da war bestimmt auch eins drin. Das muss halt, wenn du einen Spieler mit Haltrüstung und einer Armbrust in der Hand am Strand rumlaufen siehst. Ich bin jetzt direkt neben dem Totenkopf. Hä? Ich auch, Gabel, wo bist du hin? Ja, schon ein Parasaurus im Wasser. Warte ich jetzt auf dich oder gehe ich da jetzt hin? Ich warte jetzt auf dich.
Da ist noch eine Tüte. Wohin willst warte, du? Warte, erst hol ich mir die Tüte nicht, dass sie wieder despawnt. Scheiße, Artefakt ist weg. Brauche ich davon noch was? Nee. Aber hier liegt ein betäubter Dodo, what the fuck? Wo bist denn du jetzt? Am Strand noch. Wo am Strand? Wie nah an den weißen Beacon, der da runterkommt? Den Dodo gekillt. Hast du gerade 34 Damage gemacht? Jo. 24. Hier bin ich. Lol, der hat übelst Level gebracht. 500. Achso, ja, du lädst mich ein. Ja, das ist eben das... Nenn uns gleich mal um, heißt Stamm von Gabel. Ja, ich weiß. Schon passiert. So, voll gut, der war 505 und fast tot. Was, da ist ein Pip, der? Rechts war der Spieler da. Also links da an dem Felsen, der hochgeht. Nee, hier lang. Boah, ist der low. 200 irgendwas. Sollen wir schnell das Level geben? Bam, kann ich so 260. Oder so, Gabel, ich kann das so oder so dann Prime mitgeben. Ich hab so viel, ich hab ja, gut. 600. Christian, lass in die Richtung von Fabi gehen. Sicher? Ich bin ja, jetzt sicher. Auch schon Totenkopf vorbei. Ja, da ist er doch hier gleich. Oh, hier sind zwei Spieler. Ja, da seh ich dich. Ja, Gabel, zwei Spieler. Oh ja, das. Ich komm, ich sehe euch bloß nicht mehr. Ja, bestimmt mehr vor die... Ah, da sehe ich rote Zahlen. Ja, ich schlaf, Gabel. Ich lieg. Leute, ich hab eh schon so viel Fortitude. Oh, die killen mich. Mein gebullert? Tot. Ja, ich bin fast tot. Hab beide gebullert. Sehr schön, warte. Wow. Wo ist der andere? Das ist Fabi. Das ist der. Du legst. Ist bewusstlos. Oh, ja, ich bin fast tot. Box dich doch dich, ne? Oh, Leute, da schlägt doch was an. Irgendwer schlagt mich. Was? Ich bin gleich tot. Oh nee, scheiß Dilo. Jetzt pass auf, dass du Farbe nicht hier bist, ne? Naja, aber das Problem ist. Ah, der andere wird jetzt von Dilo gekillt. Ja, ich bin tot. Egal. Lootet mich sonst. Ja, der Dilo pennt jetzt. Ich hab nämlich schon Implantat und halt genug Prime Meat. Ah, ich hätte einmal nicht ausziehen können eigentlich. Okay, der ist fast tot. Reicht. Und tot. Jawohl. Achso, du musst den abbauen, ja. Ne? Ne, musst du nicht, kannst auch eh gedrückt halten. Der rechts ist. Geil, der hatte 3 Implantate, Alter. Nice. 4! Wahrscheinlich nice. Seine eigenen. Und Prime, geil. Und ein Boot. Und ein Schild. Brauchst du ein Schildgabel? Jo. Da. Alter, und Bögen und alles. Scheiße, ich bin überladen. Schnell weg. So, Fabi, dein Implant. Das ist das. Ich bin jetzt eh ziemlich nah bei euch wieder. Ich bin links, also. Warte mal. Ich hab deinen Implantat aber trotzdem gedroppt, Fabi. Jojo. Soll ich dann zu euch liegen lassen? Weil du gleich eh kommst, oder? Nee, mach das weg, ging. Was war jetzt besser, blau oder grün? Ich komm jetzt aus der Seite, von der blau, Richtung, wo Chris gekommen ist, ne? Heidrüstung brauche ich nicht. Muss aufpassen, ich geb jetzt nochmal. Sehr schön, ey. Geil, jetzt muss ich mal ganz kurz. Kann ich mich hier irgendwo verschanzen? Ja, einfach hinten bei den Gebüsche hinlegen. Wartet einfach kurz dort auf mich. Ich komme schon so schnell ich kann. Ich will mal kurz die Implantate angucken. Salvus, Sabertooth. Heißt einer echt Sabertooth? Query und Ulix. Alter, ich habe jetzt schon alleine 5 Implantate. Ich habe auch 3. Läuft. Quickstart, würde ich sagen. Jetzt dürfen wir die nur nicht verlieren. Ab, Pip dir holen und... Ja, jetzt noch hier auf Fabi warten. Was denn jetzt mit dem Dings hier? Mit dem Dilo? Boah, da ist ein Team. Wir können auch fürs Level killen. Ich aber nicht gesehen. Was ich gerade sagen, dann lass den noch killen. Du killst oder was? Oh, die haben mich gesehen. Wer? Ja, komm. Ein Dreier-Team. Ah. Wo bist du? Ja, an der. Achso, Chris. Pack mit ein. Ja, sonst schaut's, dass er einfach ein Pip findet. Der ach, ich schätze mal, das sind ihn. Wieso hieß der? Trick und Track sind das. Okay, ich habe jetzt 310 Fortitude, das reicht erstmal, oder? Da hinten fährt ein Boot. Aber den kriegen wir nicht. Ey Leute, wie gesagt, schaut euch, dass ihr einen halbwegs guten Pip findet, weil ich brauche ihn. Gabel, wir setzen davon. Ich habe hier ein Boot. Machen oder nicht machen? Also hinstellen, dann sind wir erstmal safe, oder? Ich hätte eigentlich gesagt, jetzt sofort Pip holen. Okay. Ja, im Redwood drüben findest du schneller und Pipte, das ist halt der Vorteil. Nee, eigentlich nicht. Doch, es sind viel mehr da drüben, wenn du überlegst. Ah, stimmt, aber da sind echt mehr. Auch normale? Ja. Ja, dann mach das Raft und wir fahren rüber zum Redwood.
Okay, warte. Dann machen wir dann Bett auf dem Redwood. Auf dem Redwood. Bett auf dem Raft und dann. Ja, das wäre eine Idee, Schatz, dass du gleich ein Bett drauf hast. Dann kann ich bei euch spawnen. Das ist direkt im Wasser. Jupp. Hörst du? Mir egal. Alter, ich komm nicht. Gabelhau gleich ein Bett drauf. Jo, such gerade schon. Jupp, du machst. Weil dann ersauf ich mich schnell. Wollen wir den Loot Drop holen? Bräuchte Fiber, Chris, hast du Fiber? Ne, Loot Drop lass mal. Du weißt halt, die brauchen wir nicht. Hast du was? Fiber, Chris? Greift hier an. Ja, ich warte, hab ich. Ich greif was anderes an, aber nicht in seiner Werft. Warte. Fiber brauchst du? Genau. Ja, hab ich auf jeden Fall hier. Okay. Ich saug mich, jetzt drauf. Loot Drop holen oder nicht holen? Nein. Da war auch ein PT. Weiß. Na und? Pfeile drin. Ja, brauchen wir nicht, nein. Okay. Wir müssen aber rechts zum Redwood. Fahr ich gleich dahin, wo wir hin müssen, ja? Fahr genau. Fabi, Raft, das steht. Christian, musst du kurz jo, anhalten, dass Fabi spawnen kann. Ich fahr weg raus. Okay, aber ich fahr, sag dann Bescheid, bevor du spawnst, dann halte ich an. Jo. Hey ho, hey ho. Na, obwohl, im Preußen könnten wir sogar eventuell wirklich schon tamen, ne? Ja, du musst halt erstmal betäubt kriegen. Ja, ich hab Crossbow mit Poison Pfeilen, aber der wacht zu schnell auf, ne? Ja, nicht nur das, du wirst ihn nicht so schnell betäubt kriegen mit dem Pfeilen. Du mal, ja. Das muss ich kurz mal. Jetzt gerade verreckt. Die 12 Minuten brauche ich kurz. Warum? Achso, weil ich im Kabel bin. Also ich könnte jetzt spawnen, gell? Ja, genau, mach. Das passt ganz gut. So, Gabel, nachher brauche ich halt dann Zeug wieder ein bisschen was du droppt hast für mich. Sehr schön, das gibt nämlich also schöne Thumbnail. Bleib mal kurz stehen, Chris. Jo. Damit ich halt. Boah. Hast Alter. Du mal Rüstung? Hier drüben auf der Insel gucken nach dem Petri? Ne, aber hier ist keiner und ich sehe auch keinen. Fabulous. Hab ich noch was ich abdrücken kann? Ein Armband hier. Oh. Hat er schon. Warte mal, den Bogen habe ich auch noch nicht ausgerüstet. Was, dann können wir dann noch. 90 Pfeile hatte der Typ, krass. Ganz weit davon, ne? Okay, fahr. Ist doch bis jetzt ganz guter Start, Mensch. Ja, aber Pipte wäre halt jetzt besser, hätten wir uns jetzt schon. Ja, dann wären wir schneller, wenn wir rechts. Haben wir gleich im Redwood. Ja, aber wir fahren halt extrem langsam, oder kommt mir das nur so vor? Ja, steigen wir sonst einfach geradeaus den Strand und dort sind ja immer. Pipte, das Gabel kannst du mir dann nachher noch ein bisschen Prime geben. Weil wir am Strand sind. Hier bitte. Gib euch beiden ein bisschen Prime, weil das ist wichtig. Eben, dann können wir alle drei schon tamen.